Tarek wird stärker. Hey, da, die Klippe. Das Erdbeben hat offenbar einen Vorsprung geschaffen. Hm. Praktisch. Wer von Odins Truppen? Ach ja. Wollen die Arbeit seiner Valkyrien beenden? Ja. Also wenn zwei Valkyren schon nicht schaffen, ne? Dann die hier, oder was? Oha. Okay, der Vogel ist, Boah, da kriegen wir auch hin, seinen komischen Haaren. So, einmal köpfen. Naja, oder zumindest die Arme abschlagen. Au! Ach komm. Haben wir schon mal Rage Shot. Komm her, du Vogel. Ah, shit. Was sieht der für einen Ring an der Seite? Da kommen noch mehr. Wir müssen die verschwinden. Also, du hast in vielen Kriegen gekämpft, nicht? Du hattest nie so etwas wie Ragnarök auf deiner Seite. Ja, und die Kreatur ist kein Garant für unseren Sieg. Stimmt. Oh, nach oben. Okay. Ah. Zack. Noch ein Erdbeben. Wenn das so weitergeht, wird hier alles zusammenbrechen. Na, wer ist denn da schon wieder? Komm her, Marotte. Okay. Das neue Feuer ausprobieren. Ich glaube, das brennt auf jeden Fall mehr als vorher. Ah, shit. Guck mal, der jubelt uns auch zu da hinten. Na, kommt her. Wie so am Boden wegbouncen. Zack. Ach, das ist meine Axt. Lol. So. Warte. Nee, Axt. So. Dieses Rätsel, ne? Ob wir das jetzt endlich hinkriegen? Ich komme auf jeden Fall nicht weiter. Hm. Zweifel ist fast schon. Dass man nicht wieder rankommen soll. Ich da halt noch so einen vierten, ne? Ach, keine Ahnung. Warte, die Einherjar werden ihre Angriffe nicht so bald einstellen. Wir müssen zurück. Ja, wer kommt als nächstes? Ruhig. Ich meine, du bist immer ruhig, aber... Das war alles anders.
Ich hatte gehofft, die Tage der ständigen Kämpfe wären vorbei. Ich hatte gehofft, dass mein Sohn nie in den Krieg ziehen muss. Den Schild zerstört! Ach ja, auf so einem Reittier hier. Okay. Au. Ragnarök ist hier. Sie wissen, was das für Asgard bedeutet. Au. Du hast Bifrost an dir. Sei vorsichtig. Ja, ich merke schon. Oh, ich muss da ran. So, der wäre erledigt. Hinter dir, Vater! Ah, shit. Hinter dir, pass auf! Au, was soll denn das? Ah! Ich wollte gerade zum Leben rennen. Hm. So. Du wärst down. Und jetzt bleib bitte auch down. Ah, scheiße. Bifrost. Wo kommt das denn her? Warte mal kurz. Nee, hiervon können wir auch nichts mitnehmen. Die blöde Truhe gibt mir keine Ruhe. Reimt sich sogar. Pate, ich weiß, dass wir das Richtige tun. Ragnarök muss geschehen. Der Preis, den wir und andere für diesen Krieg bezahlt haben, ist hoch. Er wird immer höher. Er wird es wert sein. Wie war es? Na? Und ja, meine Nützlichkeit für einen gewissen Vanir-Trottel ist zu Ende. Ragnarök erwartet uns. Genau wie die Armeen von Hel. Hauptsächlich dank mir. Uns scheint wohl endlich der Krieg zu erwarten. Und wohin jetzt? Wir haben etwas Zeit, bevor wir am Tempel erwartet werden. Das könnte unsere letzte Chance sein, Vater. Möchtest du irgendwas zu Ende bringen? Diese Truhe da hinten, ja. Aber kein Plan, wie wir die kriegen. Dir auch eine gute Nacht, Julius. Schlaf gut. Ansonsten, gut, wir können noch ein paar Hirsche wieder zu... Ich kann den Namen nicht aussprechen, dem Eichhörnchen da mitbringen, aber... Odins Augen haben wir auch nicht alle. Da fehlen noch zwei oder so. Ich weiß nicht, wo die sind. Ansonsten... Können wir eigentlich zum Tempel.
können wir nochmal zu Sindri vorbeigucken, aber... Viel besser wird's wahrscheinlich nicht. Das ist es. Der Anfang vom Ende. Das Ende für Odin. Und danach ein Neuanfang für den Rest von uns. Atreus. Ich weiß. Ich freue mich nur, dass sich alle Reiche endlich gegen ihn wehren. Alben und Zwerge und Hel selbst. Du bist so sicher, dass sie sich vereinen. Sie müssen. Nach allem, was sie durchgemacht haben. Müssen sie. Oder? Ich will's hoffen. Ansonsten wären wir irgendwie so 5 Leute. Ist vielleicht ein bisschen wenig gegen Odin und alle anderen. Mal gucken. Ja, wenn man auch kein voll Ragnarök ist, vielleicht der Überraschungsmoment, oder? Voll. Weiß nicht. Odin weiß davon ja mittlerweile auch Bescheid, also. Hm. Sind wir ja auch nicht mehr so überrascht. So, Thor? Kommst du noch? Thor muss heute aber lange laden. Ach, da ist hinten. Midgard das machen? Also, solange wir noch können? Freya und die anderen bereiten noch den Angriff vor. Es bleibt also noch Zeit. Wüsst du nicht, was? Nein, die nur noch Sammelsachen. Und eine Truhe, die ich nicht aufkriege. Hier war eigentlich echt überall so gut wie alles gemacht. Hier könnten wir in den Kreis wieder gehen. So! Klingt, als wäre es in Muspelheim gut gelaufen. Ich meine, wahrscheinlich. Suter wollte Shinmara nicht mit hineinziehen. Anstatt die beiden also zusammen zu Ragnarök-Bestie werden zu lassen, fanden wir eine Lösung ohne sie. Naja, hoffentlich taucht er bei Ragnarök auf, um sein Schwert in Asgards Herz zu stoßen. Und wo genau ist das? Das weiß nur Suter. Gut, ich bin bereit. Die Armeen sind bestimmt in ihren Heimatwelten versammelt und erwarten das Gjallarhorn. Ich schätze, ich hatte gehofft, einige von ihnen hier zu sehen. Wenn sich alle Weltentürme zugleich öffnen, wird das was werden, Junge. Odin wird nicht glauben, was ihm bevorsteht. Nein. Odin konnte sich Lebzeiten darauf vorbereiten. Trotz Groas Täuschung hörte er als Tier die Wahrheit. Du darfst ihn nicht unterschätzen. Eine mitreißende Rede. Wirklich inspirierend. Ja, ein paar Zeltchen sind aber schon aufgebaut. Wow. Die Walküren sehen anders aus. Willkommen zurück. Hildiswini hat von deinem Erfolg erzählt. Wir haben entsprechend geplant. Tja, was wäre Ragnarök ohne Ragnarök? Wer schließt sich uns noch an? Ich sehe die Walküren. 2 von 8. Körperlich und unverdorben, dank einer erklecklichen Menge Warnenmagie. Sie sind jetzt Schildmeiden. Okay, 3. Schön. Und dein Bruder? Er hat es geschafft. Die Alben haben einen Waffenstillstand und vereinen sich gegen Asgard. Das verschafft uns einen Vorteil aus okay, der sind Luft. Doch mehr als toll. Und mit Hels Armee als Vorhut. Was ist mit Sindri? Werden die Zwerge kämpfen? Wir haben nichts von ihm gehört. Aber es bleibt noch Zeit. Und ich glaube, wir können den Weg für die Ragnarök-Bestie jetzt freimachen. Na, wenn das so ist, warum überhaupt Sorgen machen? Sigrun. Schön, dich wiederzusehen, so lebendig. Oh. Ja, ich war nicht ich selbst beim letzten Mal. Zum Glück geht's dir gut. Meine Königin, die Schildmeiden werden unter den Kräften aufgeteilt, die aus Alfheim, Helheim und hier in Midgard einfallen. Wir stehen bereit. Kratos,
Atreus, Mimir, bitte entschuldigt mich. Oh, dann gute Nacht. Freya, hast du unseren Weg aus Asgard festgelegt? Wenn uns die Türme hineinbringen, bringen sie uns hoffentlich auch heraus. Und was, wenn nicht? Alle wissen, worauf sie sich einlassen. Bei unserem Plan fehlt nur noch eins, ein Anführer. Diese Ehre gebührt dir. Du hast einen Anspruch darauf und genießt den Respekt deiner Truppen. Und du kennst diesen Feind bereits. Ich habe seine Invasionsarmee in Schach gehalten. Das hier ist unsere Invasion, eine Belagerung seiner Lande. Ich brauche unseren erfahrensten Kriegsgeneral auf dem Feld. Anrechte, Prophezeiungen und Fürsprecher sind mir alle egal. Wir müssen einfach gewinnen. Freya. Ich weiß, ich verlange viel. Vielleicht schläfst du drüber. Da wären wir. Kratos, dein Zelt ist rechts. Und Atreus, deins ist links. Meins? Ein junger Krieger braucht seinen Raum, oder? Ja. Wow. Danke. Schlaf noch einmal darüber. Teile mir deine Entscheidung morgen früh mit. Okay. Die Welten im Krieg. Na gut. Dann schlaf gut, Junge. Hildi, komm zu uns. Setz dich. Hab ich was verpasst? Ich erzählte gerade, wie du all die Jungfrau in Nöten für mich gespielt hast. Gut. Und dann, als sie abgelenkt hatte, sprang ich heldenhaft herbei. Wie detailliert die Federn sind. Es waren bestimmt 100. Keine Ahnung. Oder mehr. Erspar uns die Angeberei. Es ist wirklich so schlimm, dass einige meiner Ideen einfach funktionieren? Nein, aber ich beneide dich schon. Auf welchem Gebiet? Sei nicht so Brenner. Verzeihung. Darf ich kurz mit Mimir sprechen? Ich weiß nicht, was der Morgen bringt, aber wenn das unsere letzte Nacht ist, möchte ich in dieser Zeit nicht nur Hass fühlen. Okay. Erzählst du mir noch eine alberne Geschichte? Nichts täte ich lieber. Außer vielleicht ein Tanz. Ich bin nur etwas außer Übung. Bei allem Respekt, meine Geschichten sind nicht albern. Doch, sie sind alle albern, Mimir. Wir wollen nicht streiten. Kann ich hier schlafen? Zur Ruhe kommen. Ich kann nicht. Dann kann ich dir etwas erzählen. Falls
bis ich einschlafe. Erzählst du mir den Rest morgen? Natürlich. Jetzt schließ die Augen. Da war ein alter Mann, der hackte Holz für sein Dorf. Jeden Abend da nahm er die Stämme auf seinen Rücken und brachte sie den anderen. Doch die Stämme waren schwer. Und er wurde schwächer mit den Jahren. Eines Tages warf er die Stämme hin, da er ihr Gewicht nicht mehr tragen konnte. Und er wünschte sich den Tod herbei. Und als der Tod kam, hat Faye war die Einzige, die meinen feinsinnigen Humor je verstanden hat. Sie war eine verdammt feine Frau. Abgesehen von ihrem Geschmack bei Männern. Sie war eine besondere Frau. Sie wollte Menschen beschützen. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt. Und heimgeführt. Verärgert dich meine Bitte? Tod gehört nun mal zum Leben dazu, Liebster. Ich will vorbereitet sein, wenn meine Zeit gekommen ist. Wir Sterblichen müssen sowas tun. Ich bin froh, dass du jetzt bei mir bist. Du bist ruhig. Ich habe nichts zu sagen. Sag irgendwas. Ich höre deine Stimme gern. Ein Scheiterhaufen. Ich hätte etwas anderes gewählt. Oh? In meinem Land begraben wir unsere Lieben. Du würdest mich auf ewig unter der Erde einsperren? Du wärst in meiner Nähe. Rührend. Mein Leichnam würde dich beruhigen.
Ägypten. Einst wolltest du dein Ende kontrollieren, oder? Das war anders. Die Umstände ja. Nicht die Absicht. Du rüstest dich für eine ferne Zukunft. Es liegt noch sehr viel Zeit vor uns. Ich will eine bessere Zukunft, die ohne mich existieren wird, wann immer der Tag kommt. Für dich und unseren Sohn. Wir gehören immer zusammen, Kratos. Du bist immer ein Teil von mir. Ich bin immer ein Teil von dir. Und wenn du fort bist, dann stirbt auch dieser Teil von mir. Faye, wenn du nicht bei mir bist... Nein. Die Liebe gipfelt immer in Trauer. Und doch lieben wir, trotz des Unvermeidlichen. Wir öffnen unsere Herzen dafür. Wenn mein Körper verbrannt ist, dann sammle meine Asche und streue sie vom höchsten Gipfel aller Welten. Du wirst das für mich tun. Zutiefst zu trauern heißt, ganz geliebt zu haben. Öffne dein Herz für die Welt, wie du es mir geöffnet hast, und du wirst sehen, dass es sich lohnt, weiterzuleben. Was ist los? Es ist Zeit. Wir sehen uns dann draußen, Vater. Wir hatten gehofft, noch einmal gemeinsam zu kämpfen, meine Königin. Ich auch. Aber nicht als Königin. Als Schwestern. Bist du bereit? Ja. Ich bin euer General. Es ist eine Ehre, an deiner Seite kämpfen zu dürfen, General. Ja, Bruder. Ich bin an deiner Seite. Also, deine Befehle.
Auf zum Tempel.